It's Pooltime. Ja, heute, ihr ahnt es bald, es Winterzeit, es ist Unboxing-Zeit. Ja, zu diesem Unboxing gibt es aber eine kleine Geschichte dabei. Und zwar, vielleicht habt ihr das schon gesehen auf dem Bild, auf dem Titelbild. Tada! Ja, das gute Päckchen oder Großbriefumschlag, keine Ahnung, ist im Zoll hängen geblieben. Und ja, war nicht so prickelnd. Wollen wir mal rausholen, was drin ist. Da kommen wir gleich zu, was sich da ergeben hat. Und zwar habe ich mir bei Alibaba, da haben sie ja ein bisschen Mühe gegeben, den einzupacken, aber bei so einer weiten Strecke sollte man das auch vielleicht machen. Ja, die haben jetzt nicht, also bei Alibaba bestellt das gute Stück und ja, wie soll ich sagen, die haben vergessen drauf zu schreiben, was der Wert da drin ist. Normalerweise schreiben die ja ein bisschen weniger da drauf, dass man da keine Zollprobleme kriegt. In diesem Fall hat es nicht hingehauen. Ja, ihr sehen könnt, Servo kennt ihr vielleicht schon alle, preisgünstig, ah, spiegelt sich schon wieder alles drin, durfte. So, und das sind die Werte von denen, man brauche ich nicht noch extra vorzulesen. Macht auf Stoppbild, guckt es euch an. Ah, es ist stellbar scharf, supi. Ja, und so sieht das ganze Ding aus. Die kleinen Sachen hier, das Gelumpe, das die könnt ihr vergessen. Außer die Gummiteile, wo es gelagert ist, kann man gebrauchen. Der Rest davon ist Schrott. Dann nimmt man lieber ein Aluservohorn oder so. Ich sehe gerade hier die, das ist auch irgendwie eine andere Farbe. Habe ich so das? Ja, kommt mir so vor zumindest. Und ich gebe euch einen Tipp, auch wenn das Ding nagelneu ist und das ein bisschen schmerzhaft ist, den auszubauen, also auseinanderzunehmen. Die paar Schrauben könnt ihr eben lose machen und dann innen drin gucken, ob die Lötstellen am Poti richtig feste sind, also gut verlötet ist, weil die Chinesen können halt nicht so gut löten, habe ich so den einen Eindruck. Und ja, dann später noch ein bisschen einfetten, dass kein Wasser rein kann. Und dann soll es gut sein. Oder mit dem Flüssiggummi, wie ich es auch schon mal gemacht habe. Ja, und jetzt kommt es zu der kleinen Geschichte dabei. Ja, er war ja auch so im Zoll hängen geblieben und da musste ich zum Zollamt fahren und man sollte dann möglichst ja, das nicht abfotografieren oder mündlich, man brauchte was Schriftliches, also rausdrucken lassen, was das Ding kostet, mit Porto, allem drum und dran, dann dahin fahren, Ausweis nicht vergessen. Und ja, dann kommt der nette Mann vom Zoll und verzollt das danach. In diesem Fall hat das Ding 31 Euro gekostet. Das war ja günstig geschossen, sagen wir es mal so. Für den Servo hier ist das echt prima, finde ich, der Preis. Und ja, jetzt könnt ihr euch denken, verzollen kostet ein bisschen was, weil das ja jetzt so Kleinsummen ist. Wird es halt nur nachverzollt und man muss nicht noch Gebühren oder so ein Firlefanz bezahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. 6 Euro und 1 Cent kam dann nochmal Nachverzollung dabei. Das war dann aber auch schon alles. Also bin ich ungefähr, ja, was habe ich gesagt, 6, 7, 37 Euro hat mir dann der Servo gekostet letztendlich. Und ein bisschen Sprit, um zum Zollamt zu fahren und zurück. Aber man ist dann also noch unter 40 Euro und 40 Euro für das Ding ist das völlig okay. Ja, ihr wisst mit Sicherheit, wenn ihr den hier kauft, seid ihr so bei 50, 60 Euro. Es gibt sogar Händler, die haben frecherweise, nehmen die dann noch viel mehr für. Und das sehe ich nicht ein. Ich gucke dann immer bei den Händlern, wenn der mal günstig ist, hat der auch was mit dem Dollarkursus zu tun und dann schieße ich mir das Ding und dann ist es gut. Ja, das mal dazu. Ja, was soll man da noch zu sagen? Ich bin froh, dass ich den habe. Das ist jetzt mein Ersatzservo. Ihr seht es. Warte mal, könnt ihr das überhaupt sehen? Hier habe ich die ja schon verbaut. Wie gesagt, den Aufkleber, hier den müsst ihr festkleben, sonst fällt er ab. Dann sieht der Servo ein bisschen unschön aus. Hier sieht man schon, es klebt nicht so besonders. Ich mache das immer mit ein bisschen Sekundenkleber ringsherum. Und dann ist Ruhe im Karton. Man will ja wissen, was man hier hat, wenn man die Teile mal tauscht gegen einen anderen Servo. Teile. Manchmal geht ja der Motor kaputt und ja, dann kann man so ein bisschen fuckeln. Habt ihr schon bei mir in den Filmen gesehen, wie man aus drei einen Ganzen baut? Naja, so möge er lange leben. So, das war's dann. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, bis dann. Tschewa.